Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tränenfieber, hier bei Heisenberg zockt. Und hier sind wir bei unserem wunderschönen neuen, nein, wunderschön ist anders, gebe ich zu, stand auch in den Kommentaren, dass, oh, da kommt gerade ein Zug. Das kann nicht die finale Lösung gewesen sein, ist es auch nicht. Wir werden uns dem später nochmal annehmen. Nur jetzt im Grundsystem funktioniert das Ganze ja. Wir haben hier, glaube ich, sogar Güter, ja, 5 Stück, okay. Also das funktioniert, denn... Ja, wir werden das sowieso hier noch ausbauen müssen. Also was heißt müssen, wollen, sollen? Denn hier unten Heringsdorf. Das werden wir natürlich auch noch hier mit diesen Gütern versorgen. Machen wir aber nicht jetzt. Jetzt möchte ich erstmal die Städte verbinden. Denn ich möchte wirklich auch langsam in Richtung ICE, TGW und Co. kommen. Das können wir aber erst meiner Meinung nach, wenn die Städte mal alle am Netz sind, dass wir hier mal ein bisschen längere Verbindungen bauen können. Was wir hier jetzt aber noch kurz machen, bei dieser Linie... Das kommt ja schnell, da hier oben unser Atomzug gespeichert ist sozusagen. Ich mache mal ganz kurz Pause. Hier nehmen wir Munkarup oder wie das heißt Süd wieder raus. Denn ist eigentlich ganz einfach. Das kann man zwar machen, wie man will, denke ich mir. Das ist egal, aber der Zug muss hier kein Öl mehr aufnehmen. Das macht er auf dem Rückweg sowieso. Die weiteren Züge, die wir haben, machen ja dasselbe. Und vor allem der Hauptgrund ist, der Zug kann dann mit seinen Gütern hier schneller in die Stadt, wenn er hier durchfährt. Deswegen werde ich das wegnehmen. Danke für den Hinweis in den Kommentaren. Das können wir auch wieder laufen lassen. Also entfernen. Jetzt können wir mal gucken, ob der Zug hier, den wir im Fenster haben, das schon aufgenommen hat. Der müsste ja jetzt dann hier rauskommen. Da hätte ich nicht mal in den Pausenmodus wechseln müssen. Oder hat sich der jetzt hier wieder vertan, weil wir was an der Linie geändert haben? Oder fährst du noch? Wo ist er denn? Der hat doch tatsächlich wieder gedreht. Nee, das ist ein anderer. Wo ist denn unser Züglein, das andere? Da kommt's ja. Warum hat das keinen Hart oben? Der andere hatte doch eins. Na, ist ja egal. Wir gucken jetzt mal, ob der hier durchfährt. Müsste er. Eigentlich, der Fahrplan ist geändert worden. Gedreht hat er nicht, das sieht man ja. Da kommt er. Und das sieht nicht aus, als würde der halten. Es wurde in den Kommentaren eh noch gewünscht, ich sollte das doch öfters mal machen. Dass Züge, vor allem auch Güterzüge, öfters mal einfach durch den Bahnhof durchfahren. Und das werde ich gerne machen, denn das gefällt mir auch. Das sieht einfach irgendwie cool aus, vor allem wenn natürlich noch Züge stehen. Und da können wir später mit Fake-Zügen etc. natürlich auch noch viel machen, dass wir hier einfach Züge hinstellen. Ja, und die stehen dann hier. Die verschönern das Bild. Gut, jetzt haben wir hier noch was von wegen, ich muss mal schnell gucken. In Friedenweiler hat der Bü beim Depot elektrische Tramgleise ohne Nutz. Wenn möglich, bitte entfernen. Und unten steht, in Friedenweiler bei der Fabrik ist eine Straße mit Tramgleis. Okay, das heißt, wir müssen so oder so mal nach Friedenweiler. Mache ich gerne. Ist da schon was gewachsen? Kann ich wirklich. Guck mal, diese Fläche hier, das ist natürlich auch prädestiniert, dass wir hier Gleise rausziehen und die hier hinmachen, hier hinten mit Prellböcken. Dann haben wir hier ein richtiges Gleissystem. Ja, cool. Freue ich mich drauf. Aber jetzt müssen wir ja erstmal kurz gucken. Der Bü. Was ist denn ein Bü? Bahnhof? Ü? Bahnhof? Keine Ahnung. Bus? Ü? Irgendwas? Ist das hier ein Bü? Keine Ahnung. Und was hat der jetzt? Beim Depot. Elektrische Tramgleise. Wo haben wir denn hier das Depot? Das müsste das Depot sein. Ja. Ich sehe gerade das Problem nicht. Wir sind schon in Friedenweiler. Ich kann das Depot nicht... Oder warte, Moment. Beim Depot elektrische Tramgleise ohne Nutz. Warum denn ohne Nutz? Das ist... die brauchen ja. Beziehungsweise doch, die brauchen. Solche Dinger. Hä? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Bitte nochmal kurz erklären. Klar, wir brauchen das Depot im Moment nicht. Aber die ganze Strecke hat ja schon... Elektrische Tramgleise braucht es nicht. In Friedenweiler. Moment, bin ich beim falschen Depot? Was haben wir denn hier sonst noch für ein Depot? Das kann natürlich sein. Es geht ja nicht um die Oberleitungen, stelle ich gerade fest, sondern es geht um die Tramgleise. Man müsste vielleicht auch noch richtig lesen jeweils. Jetzt frage ich mich nur, wo haben wir denn hier... Haben wir hier überhaupt ein anderes Depot? Ich finde es nicht. Hier ist nichts. Hier fahren ja nur Straßenbahnen, deswegen haben wir eigentlich nur dieses Depot. Und dieses Depot braucht die Tramschienen. Anders geht's ja nicht. Tramgleise ohne Nutz.
Ich weiß nicht, was ein BÜ ist, aber wir machen jetzt hier auch nicht wirklich ein Drama draus. Ach so, oder der hier? Das kann natürlich auch sein. Wobei, ohne Nut, wir wissen ja nicht, was hier passiert später. Vielleicht nehmen wir hier ja doch auch noch einen Tram drauf. Eine Tramlinie, die den Rest der Stadt dann versorgt. Das können wir noch gucken. Jetzt war, was war denn das andere? In Friedenweiler bei der Fabrik ist eine Straße mit Tramgleis bei der Fabrik. Friedenweiler. Wo haben wir hier eine Fabrik? Hier? Haben wir hier irgendwo ein Tramgleis? Nein. Ich würde mal sagen, das hier wird als Fabrik genommen. Ich wüsste jetzt nicht, wo es hier sonst eine Fabrik hat. Ja, das müsste man sonst bitte nochmal kurz in die Kommentare schreiben. Denn wir haben hier Industriegebiet, aber eine Fabrik, so eine explizite, die ich jetzt hier als Fabrik wahrnehme, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ja, tut mir leid, wenn ich mit den Kommentaren hier nicht viel machen kann im Moment. Ich habe gerade erklärt, warum. Ich bin selber ein bisschen erstaunt, aber ja. Müsst ihr halt sonst bitte nochmal reinschreiben. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal weiter. Und zwar, lasst uns mal gucken, was gibt es denn noch zu verbinden? Es gibt noch einiges zu verbinden hier. Appelbeck ist zum Beispiel noch nicht am Netz. Hier unten die Stadt auch nicht. Die Stadt auch nicht. Wir könnten zum Beispiel mal die Ecke hier beenden. Dass wir hier sozusagen zumachen. Dann gehen wir wieder hier nach vorn. Da müssten wir von Appelbeck, nee, von Edelack aus eigentlich hier runter. Okay, das können wir machen. Wo haben wir denn Edelack, den Bahnhof? Hier oben. Wie kommen wir denn hier am besten raus? Indem wir hinten ein weiteres Tunnel machen. Das wäre eine Idee. Welche Gleise nehmen wir denn? Die hier? Dann nehmen wir mal die hier. Machen wir mal Hochgeschwindigkeit. Wir wissen noch nicht, was raufkommt. Kommen wir hier überhaupt raus? Das ist dann die andere Frage. Da haben wir schon eine Kollision. Mit einer Kurve wird es gehen. So. Moment. So. Das dürfte dann aber, je weiter wir hier nach rechts kommen, umso mühsamer werden. Deswegen machen wir es anders. Wir nehmen dieses Gleis und machen hier ein Depot hin. Das ist hier vorn auch noch nicht angeschlossen. Da können wir einen Prellbock oder irgendwas hinmachen. Dann nehmen wir diese beiden Gleise. Damit kommen wir eigentlich relativ gut hier nach vorn. Okay, wohin wollten wir denn jetzt gerade nochmal? Was habe ich gesagt? Hier runter nach Appelbeck. Da können wir dieses bestehende Gleis, dieses hier, nicht verwenden. Wir können... Ja, das bringt aber auch nichts, wenn wir da parallel anlegen. Wir gehen besser hier runter möglichst schnell. Das heißt, wir machen hier doch eine Kurve, aber keine allzu massive, weil eben sonst die beiden Gleise hier behindert werden. Und mit dem Gleis wollen wir wahrscheinlich dann mal noch hier durch dieses Tal durch. Das heißt, die müssen auch noch eine Kurve machen können. Deswegen gehen wir hier eher gerade raus. Wir nehmen hier aber mal das gleiche Tunnel. Gucken mal, wie weit wir noch hochkommen. Wir könnten hier eh bald anlegen, aber eben, es macht keinen Sinn. Es ist wahrscheinlich schöner, wenn wir das hier so machen, ein bisschen versetzt. Wir haben hier 300 km/h. Das passt. Und mit dem zweiten Gleis sollten wir hier eigentlich auch noch durchkommen. Gut, das ist gekauft. Zweites Gleis nehmen. Wir haben hier im Bahnhof immer noch die normalen Gleise. Das könnte man auch mal noch updaten dann. So, das funktioniert sogar. Da bin ich ja beruhigt. Gut, hier oben. Nicht, dass ich es vergesse. Machen wir auch gleich mal noch ein paar Bäume hin. Da kann ich ja draufbleiben, da habe ich jetzt gelernt. Dann kriegen wir hier einen ganzen Wald hin. Jetzt geht es wieder nicht mehr. Das ist ja interessant. Liebe Leute, beim DLC, beim Nordic DLC geht's, wenn ich auf der linken Maustaste bleibe. Guck mal, passiert gar nichts. Warum das? Hat das eventuell... Ah, jetzt geht's. Warum ging es denn vorhin nicht? Mit den Bäumen geht's nicht. Tatsächlich, guck mal, das geht tatsächlich nicht. Mit denen geht's auch nicht. Mit denen geht's. Nee, mit denen ging's. Doch, geht. Ist ja interessant. Ich wollte gerade sagen, beim Nordic DLC funktioniert's. Hier funktioniert's nicht. Jetzt war gerade mein erster Gedanke, vielleicht liegt's hier am Atomzug, weil hier eine Linie offen ist, dass man dann das Future nicht benutzen kann. Ich weiß es nicht. So, hier kommen noch Steine rauf.
damit das hier irgendwie optisch Sinn macht sozusagen. Mit dieser Art von Tunnel. So, hier nochmal ein paar Bäume. Geht wieder nicht mit draufbleiben. Dann klicken wir halt. Oh, habe ich jetzt noch einen in die Schiene reingesetzt? Nein, der passt. Voll lauter hier. Okay. Nanu, was war das? Ich höre... Hä? Jetzt geht's aber los. Ich höre irgendwie was klingeln. Was habe ich denn auf, was klingeln könnte? Ist ja schräg. Ich lasse es mal. Hä? Im Spielring klingelt es eigentlich relativ selten. Habe ich noch irgendwo ein Skype oder was auf? Keine Ahnung. Hier Bäume. Das war noch eine Idee. Damit wir das wirklich halt doch ein bisschen schöner hinkriegen hier. Ist nämlich auch noch nicht wirklich ideal. Aber eben, jetzt könnte ich wieder eine ganze Folge machen, wo ich nur Bäume hinstelle. Oh, schön, da kommt ein Zug. Ich frage mich jetzt echt, was gerade geklingelt hat. Keine Ahnung. Ich habe mein Handy gar nicht hier. Von daher, ein Klingeln in meinem Kopf, da kriegt man ja Angst. Gut, jetzt ist aber hier genug mit Bäumen. Ich wollte das nur mal so im Groben machen. Wir werden hier oben noch weitere Bäume hinsetzen. Gut, das Klingelmysterium. Also Sachen gibt es teilweise. Haben wir Strom? Ja, wir haben Strom. Gut. Können wir denn hier jetzt schon... Ich würde hier noch nicht zur Kurve ansetzen. Ich würde tatsächlich noch ein Stückchen weiter nach vorne gehen, damit wir eben mit dem zweiten Gleis hier die Kurve machen können. Wir müssen dann ja einfach hier runter. Zum Beispiel hier lang, das geht auch. Und dann hier über den Fluss rüber und hier zum Beispiel hier hinten nach Appleback. Okay, dann machen wir dieses Stück noch gerade und machen jetzt die Kurve runter, irgendwie doch mit möglichst Tempo. Wie sieht es denn aus mit 300? Wo kommen wir da hin? Ja, das ist mir... Wobei, wir können auch hier noch rüber. Das ist ja egal. Das können wir eigentlich mit Tempo machen. Dann machen wir aber auch gleich die 300. So, jetzt, das war klar, dass es einen Tunnel gibt. Das ist kein Drama. Wenn wir jetzt hier rüber wollen... Das würde sogar gehen, teilweise. Okay, so, das ist jetzt nur mal eine... eine erste Skizze, sozusagen. So, nee, da, fast. So, gewisse Stellen werden akzeptiert. Okay, das würde gehen. Dann hätten wir hier aber natürlich eine Brücke. Ich würde mal sagen, wir gehen mal durch die Tunnel durch. Wir nehmen mal die hier. Von hier hinten. Und gehen mal bis hier hin. Damit wir hier noch eine Brücke machen können. Eine schöne. Oder wie macht er denn die Brücke sonst? Aha. Brückenpfeilerkollision, das geht so. Tatsächlich sowieso nicht. Okay, dann machen wir das auch nicht. Dann ziehen wir das nochmal zurück. Bis hierhin. Okay, haben wir immer noch das richtige Tunnel? Müsste. Ja, das geht. Okay, gut. Kaufen wir. Und jetzt würde ich hier gerne auf eine Brücke rauf. Das schlägt das Spiel eh vor. Ungefähr die Richtung müsste noch stimmen. Wir müssen eher nach da. Haben immer noch 300 km/h. Gucken mal, was das für eine Brücke gibt. Hm, gefällt mir nicht. Wenn wir hier raufgehen, dann geht's nicht. Irgendwie wird's gehen. Moment, so wird's gehen oder so wird's gehen. Mal schnell gucken. Zum Beispiel mit der Brücke. Dann hätten wir hier auch noch über die Straße rüber die Brücke. Das wäre schöner, aber... Ja, so geht's genau nicht. Schade. Die guckt dann so komisch aufwärts. Seht ihr das? Die fährt hier wie ein bisschen runter und muss dann hier wieder in die Höhe. Aber nett ist sie trotzdem. Frage ist, kommen wir dann hier noch rechtzeitig hier hin? Ja, kommen wir, denn hier geht's aufwärts. Das ist kein Problem. Gut, wir machen das mal so. Ich nehme sie aber noch mal ein bisschen zurück. Ihr ahnt wahrscheinlich warum. So, dann kaufen wir die mal. Und jetzt wollen wir hier möglichst gerade nach hier hinten. Ja, zum Beispiel ungefähr hierhin. Jetzt machen wir erst den Bahnhof. Beziehungsweise wir machen sogar zuerst das zweite Gleis. Denn falls es hier ein Problem gibt, das ist gar nicht schlecht gemacht hier. Also das war ja nicht ich, das war das Spiel. Denn hier können wir noch ein Blocksignal hinsetzen. Sonst hätten wir wieder das Problem,
dass wir keine Signale mehr setzen können. Wo haben wir denn das zweite Gleis? Das haben wir ja völlig vernachlässigt. So, nehmen wir mit. Das ist eh cool. Hier so eine Strecke am Berg. Oben fahren Züge, hier über eine Brücke, hier unten fahren dann welche. Gefällt mir. Gut. Gehen wir mal weiter. Ist verbunden. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier nach da hinten kommen. Doch. Puh. Okay. Jetzt muss aber das andere Tunnel auch funktionieren, sonst wird es schwierig. Werden wir gleich rausfinden. Hier fehlen dann natürlich auch wieder Bäume und Co. hier oben. Kommen wir hier durch bis zur Brücke? Ja, perfekt. Dankeschön. Und jetzt sollte eben die Brücke selber natürlich da hinten auch funktionieren. Gut, das gefällt mir. Das ist dann die Frage. Brücken sind ja doch immer ein bisschen anfälliger. Wir müssen die Brücke mal beenden, sonst können wir das zweite Gleis noch nicht ziehen. Und das Problem ist, ich möchte hier... Naja, wir kämen hier runter. Nein, wir stellen erst den Bahnhof hin, würde ich mal meinen. Was haben wir hier denn für ein Städtchen? Appleback. Okay, hier oben zum Beispiel. Hier hätten wir schön Platz. Wo geht's hier noch hin? Oh, gleich mal in die Alpen rein. Das heißt, nach Benraterdorf wäre dann doch eher eine Tunnelstrecke. Das wird sich aber eh nicht ändern lassen. Oder wir machen hier mal wieder so Wendeschleifen. Das ist Zukunftsmusik. Wir machen jetzt hier erstmal den Bahnhof. Was nehmen wir denn? Einen schönen, würde ich sagen. Eh klar, 5 Gleise. Ach, warum übrigens der Kopfbahnhof nicht funktioniert hat, das ist ganz einfach. Den gibt es nicht in der Länge von 320 Metern. Das wusste ich nicht. Danke für den Hinweis. Ich teste jetzt hier einfach mal, was wir nehmen. Was gut aussieht. Der ist mir fast... Oh, der hat aber Parkplätze. Genau. Ich wollte gerade sagen, der ist mir fast ein bisschen zu klein. Aber er hat Parkplätze. Das ist natürlich ein Argument für diesen Bahnhof. Zum Beispiel hier hin. Wir hätten es hier Topf eben. Das heißt, da wird überhaupt nichts aufgeschüttet. Ich weiß noch nicht, ob mir der... Ja, ich finde den schon schön, aber ich möchte hier irgendwie komischerweise doch was Spezielles machen. Der ist doch zum Beispiel auch schön. Der hat so ein bisschen was Ländliches. Ich würde sagen, wir nehmen den. Können wir den noch ein bisschen weiter einknicken? Wir können. Wieder ein bisschen zurück. Echt? Ja, Moment. Mit Shift müsste das ja anders drehbar sein. Kann das sein? Nee, das muss ich nochmal üben. Aber irgendwie kann man sozusagen stufenlos die ganzen Sachen drehen, wenn man gleichzeitig... Ich muss mal die Maus loslassen. Wenn ich jetzt hier diesen mache... Ah, genau. Okay, dann geht das besser. Jetzt müsste es nur noch dort angelegt sein. Ist es ja? Interessant, was das Spiel da teilweise macht, wenn ich es jetzt so mache. Okay, dann wird es wieder zurückgenommen. Aber das hätte eh gepasst. Das war jetzt ein kleiner Versuch. Wir kaufen den mal. Das ist doch auch ein schöner Bahnhof. Gefällt mir sehr gut. Richtig alt halt natürlich. Aber das ist sowieso hier dieses Städtchen hier in der Ecke. Appleback. Das ist ja... Ja, das muss nicht ein altes Städtchen sein. Aber das wird ein Städtchen sein, was nicht wahnsinnig wachsen kann. Denn wir können daraus nicht wirklich gut eine Zentrale machen. Das wird nicht, macht nicht viel Sinn hier in der Ecke. Jetzt gibt es aber hier natürlich schon mal noch ordentlich... eine schöne Bushaltestelle. Und davon haben wir ja tonnenweise. Und weil es jetzt hier so schön gerade ist, könnten wir jetzt hier nämlich tatsächlich auch mal ohne größere Probleme zum Beispiel sowas hinstellen. Ja, das ist ja schon ganz krass. Okay, ich muss jetzt hier auch mal erstmal gucken. Nett. Aha. Haben wir nicht noch welche, die wirklich so... Ich dachte, die über die Straße ragen. Irgendwo haben wir die. Wo haben wir das denn? Da, genau. Nee, ragt aber nicht über die Straße, sondern in die Straße rein. Hm, das ist wohl für eine andere Straße gemacht. Denke ich mir mal. Könnten wir... Ich teste das mal. Wobei, nee, ist doof. Nachher haben wir hier so eine Bushaltestelle und so eine dünne Straße. Das möchte ich dann... Doch auch nicht. Und ich möchte jetzt hier auch nicht allzu lange rumbasteln, aber die gefällt mir. Die nehmen wir mal. Die haben wir auch mit Sicherheit, haben wir die noch nicht. Gut, auf der anderen Seite natürlich gleich nochmal. Irgendwie möglichst, na, möglichst auf gleicher Höhe.
Okay, cool. Was wir jetzt hier natürlich nicht haben, ist eine Welt, eine Welte. Eine Wendeschleife. Kann man hier auch noch machen? Wir können ja mal gucken, komme ich hier mit der Straße noch raus? Nein, nie und nimmer. Aber wenn wir hier eine hinmachen. Nicht genügend Platz. Immer noch nicht genügend Platz. Ja, man müsste die wohl zuerst machen. Wir machen das kurz anders. Das kostet ja nichts. Habe ich so noch gar nicht gebaut. Ich versuche das jetzt einfach mal. Also, wenn wir das hier so machen. Dann hier rüber gehen. Dann haben wir ein Quadrat. Das ist schon mal gut ersichtlich. Aber jetzt können wir hier natürlich die Haltestelle hier hinstellen. So, und dann haben wir da. Ja, jetzt ist es hier wieder ein bisschen krumm. Dann versinkt es wieder. Schade, schade, schade. Aber das ist, glaube ich, nicht weiter tragisch, würde ich meinen. So, jetzt haben wir hier nämlich eine Art Wendeschleife. Mit einer dünnen Straße. Updaten kann ich das wahrscheinlich nicht mehr. Nicht, wenn da Dingen steht. Doch, geht. Dann updaten wir das noch schnell ab. Okay. Cool, gefällt mir. Gut, die Idee war ja nur, hier eine Bushaltestelle einzurichten, damit wir eine haben. Gruppieren. Ich glaube, Markabup oder wie das heißt, das ist, glaube ich, da gibt es auch noch keine Busse. Könnte das sein? Ich getraue mich fast nicht, das zu sagen. Wo haben wir denn das Städtchen? Hier hinten, das sieht man von Weitem. Tatsächlich, hier müssen wir auch mal noch was installieren. Da könnten wir natürlich dann nochmal Straßenbahnen machen. Ich würde jetzt hier in Appleback eher wieder mal zu Bussen neigen, da das eben halt, für mich ist das so ein bisschen eine Stadt außerhalb des Ganzen. Aber wir helfen ihnen mal noch mit Straßen, damit sie hier doch auch ein bisschen wachsen können. Jetzt haben wir hier ein Riesenloch. Das machen wir anders. So, hier gibt es ein Sträßchen raus. Krümmung zu groß, was es nicht alles gibt. So, damit gehen wir hier runter. Dann können sie hier nämlich auch nochmal in Ruhe bauen. Ganz vernünftig. Hier werden wir auch mal noch verbinden. Das ist aber nicht so, wie ich wollte. So ist besser. Und hier ziehen wir auch mal noch runter. Beziehungsweise, Moment. Ja, da ist wieder das Haus im Weg. Dass sie die Häuser auch immer direkt an die Kreuzung stellen müssen. Was haben die denn nur? Können wir vielleicht später sogar noch ein Ampelsystem installieren. Komme ich hier auch noch hin? Moment. Oder hier oben wenigstens. Okay, richtige Straße. Und jetzt damit. Oh, guck mal, die Stadt reicht gleich die Hand und hat gleich eine weitere Straße hin installiert. Okay, hier war ich noch der Fußballplatz. Denn wir wollen hier auch noch raus. So, und dann denke ich, haben wir aber für das Städtchen einiges getan. Gut, dann baut mal fröhlich. Busse folgen. Jetzt müssen wir euch erstmal an die Schiene, an die Schienen kriegen. Wo ich gerade hinfahre, ich gucke, welches Gleis wir hier am besten anlaufen. Ist eigentlich egal, wir kommen ja aus der Richtung. Kommen wir da bloß einmal oder kommen wir von hier hinten durch den Berg durch aus irgendeinem Grund auch mal noch? Wenn wir zum Beispiel von Hohenebra nach hier hinten wollen, könnten wir hier durch den Berg durchbrechen und diese Gleise nehmen. Das heißt, wir benutzen mal die ersten beiden. Das ist natürlich jetzt, ja, noch arge Zukunftsmusik. Aber ich habe hinten X-Weichen vergessen. Aber das ist ja, das kann nicht schaden, wenn man sich das schon mal frühzeitig überlegt, was man wie machen will. Ja, das müsste aber funktionieren, dass wir hier noch welche hinkriegen. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, da müssen nur die Gleise natürlich angelegt sein. Und das sind sie in diesem Fall. Gut. Dann kommen wir hier raus, gehen durchs Tunnel durch. Ja, genau. Nehmen wir das mit und gucken mal, wenn wir es gleich anschließen, ob wir das überhaupt können. Wo ist der Bahnhof? Hier oben. Ne, das geht nicht. Da ist das Gleis im Weg. Das hier. Man sieht aber, es geht vom Höhenunterschied her. Ah, das geht tatsächlich doch. Okay, dann machen wir das mal. Oh, aber er macht hier, ich wollte gerade sagen, wegen dem Höhenunterschied, das geht. Das geht nicht so, wie ich das gerne hätte. Nein, denn so eine lange Brücke möchte ich dann doch nicht. Das müssen wir anders machen, wenn wir es in kleineren Schritten machen.
Wo kann ich hier den Bau stoppen? Hier oben. Das müssen wir anders machen. Wir machen kleinere Schrittchen, dann geht das schon. Also wir gehen hier mal geradeaus. Werden hier dann ebenerdig. Schütten diesen Teil mal auf, damit wir nicht diese Brücke zu lang haben. Ja, machen wir. Da kommen noch Bäume hin. Das ist schon cool jetzt, dass man halt die Bäume setzen kann. Oh, jetzt möchte er hier in den Tunnel rein. Dann wird es aber eher eng. Was passiert, wenn wir es direkt verbinden? Dann haben wir ein Problem mit der Steigung. Vorhin ging es ja, weil er halt natürlich eine Brücke gemacht hat. So müsste er eigentlich gehen. Wenn wir so runtergehen, ich versuche das mal. Oder gibt das immer noch einen zu großen Unterschied? Tatsächlich, Steigung zu groß. Müssen wir hier einen Bogen machen. Oder halt eine Brücke. Ja, hier eine Brücke raus, das wäre eigentlich machbar. Dann muss er aber wahrscheinlich bis zwangsläufig nach unten gehen, sonst wird das hier so nicht funktionieren. Wenn wir hier in die Höhe gehen. So. Das wieder ausrichten hier. Kommen wir dann eher ran? Nein, Steigung zu groß. Ja, aus der anderen Richtung geht es natürlich auch nicht. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ich möchte nicht nochmal alles abreißen müssen. Und die Brücke hier unten. So wird's gehen. Sind wir hier? Nee, wir sind natürlich nicht auf der gleichen Höhe. Nee, das ist nicht wirklich die gleiche Höhe. Das gebe ich zu. Gut. Anders machen. Hilft nichts. Nehmen wir das wieder weg hier. Wir testen, wie wir das jetzt am besten hinkriegen. Wir müssten, ja, wir werden hier mal ganz kurz plätten, dass wir das wieder halbwegs eben haben und wieder sozusagen vor einer unbefleckten Natur stehen, wo wir in Ruhe gucken können, wie wir das machen. Ja, das können wir lassen. Wir müssen hier ja doch. Hier, wir sind hier in der Höhe, also ein bisschen was. Ja, doch in die Höhe müssen wir. Ja, ich erzähle hier wieder Sachen. Das ist, wenn das Hirn überlegt und der Schnabel irgendwie nicht das Gleiche erzählt, wie das Hirn gerade austüftelt. Aufgeschüttet. Okay, jetzt wären wir hier aber definitiv mehr in der Höhe. Das heißt, wir müssten da oben eigentlich jetzt auch ankommen. Was haben wir hier unten? Aufgeschüttet? Ja, ich denke, so müsste es gehen. Ich versuche das mal. Nein, geht auch nicht. Ah, da ist die Straße im Weg. Okay, das Problem werden wir lösen. Mach mal Pause, sonst bauen sie uns hier natürlich gleich wieder eine hin. Denn aus irgendeinem Grund hat es da ja dann doch eben eine Straße gehabt. Also nochmal ganz in die Höhe. Und jetzt hier rauf, einmal quer rüber. Dann kommen wir hier auch rein. Gut. Dann müssen wir hier aber tatsächlich nochmal aufschütten. Mache ich. Ich weiß, es gibt viele Leute da draußen, die mögen diese Aufschüttungen nicht. Ich gehöre eigentlich dazu. Nur, seit es jetzt eben diese Bäume gibt, die man setzen kann und so weiter, finde ich die wesentlich besser wie früher. Man kann hier zum Beispiel einfach einen Wald rundherum bauen. Denn, ja, eben diese so eine Brücke hier, das ist doch einfach nicht wirklich schön. Hier ist nichts. Zumindest im Moment nicht. Vielleicht bauen sie ja mal noch eine Straße hier unten durch. Oder sollen wir... Ja, es ist natürlich, wenn hier unten durch sozusagen die Stadt wächst, dann hat das natürlich doch auch wieder seine Qualität. Dann hat man so eine Art Hochbahn. Das ist dann eben die Frage. Ich werde mal was versuchen. Wir nehmen das mal weg. Und jetzt machen wir hier mal Straßen hin. So, mal hier raus. Bin ich jetzt selber gespannt, wie das rauskommt. Hier raus. Die Frage ist, wo wollen die überhaupt hin? Hier hinten ist Feierabend. An den Fluss? Oder ein bisschen Holz gucken hier? Das ist dann die andere Frage. Aber sie können natürlich hier auch einfach eine Stadt weiter hinbauen. Also die Stadt ausbauen. Das geht natürlich auch.
So, und wenn wir jetzt hier auch nochmal eine Straße machen, dann ist die Brücke in dem Sinn nicht ganz so sinnlos. In meinem Gefühl, von meinem Gefühl her. Ja, wir verbinden das gleich mal fertig. Was sie hier sonst noch draus machen, das müssen sie selber wissen. Weiter runter baue ich nicht. Es geht mir hier, wie gesagt, eigentlich um den Zug. Jetzt sind wir hier wahrscheinlich mit dem Gleis zu nah hier dran. Dann müssen wir die Straße, wisst ihr was, die Straße nehmen wir hier nochmal weg. Das machen wir anders. Okay. So rein. Jetzt mal gucken, ob wir jetzt rüberkommen. Müssen hier nochmal ganz in die Höhe. So, jetzt haben wir vielleicht Brückenpfeiler-Kollision. Nein, bis jetzt nicht. Okay, ich habe aber auch noch keine Brücke ausgewählt. Nein, das funktioniert. Gut, hier würde es wieder reingehen. Da hätten wir hier eben doch auch vielleicht noch eine Straße. Kommen wir hier noch auf die Straße? Jetzt, wenn wir schon basteln, basteln wir richtig. Ich kann es immer wieder abreißen. Gucken wir, wie das funktioniert. So, hier rüber. Und was passiert dann? Dann kriegen wir ein Problem mit allen Straßen, okay? Nein, okay, gut. Das ist ja was ein so ein Sträßchen ausmacht, ist ja schon krass. Man könnte das hier natürlich... Was macht denn die Eisenbahn hier? Okay, die macht eine schicke Kurve und hier ein Riesenloch. Man könnte das anders lösen. Ich mache jetzt trotzdem die einfache Variante. Wir machen die Straße wieder weg und machen es so, wie wir es zuerst hatten. Dann ist da keine Straße. So, gut, sondern die Brücke drüber. Jetzt muss ich sagen, so gefällt es mir auch, wenn das Ganze hier halt über Straßen rüber geht. Hier können wir auch nochmal eine durchmachen. Vielleicht bringen wir eine dünne noch unten durch. Das testen wir nachher mal. Ich werde jetzt aber keine nochmal ziehen, damit nachher die Brücke wieder nicht mehr funktioniert. Ja, gut, okay. Vom Grund her passt. Was mir hier noch nicht passt. Wir nehmen das nochmal zurück. Und schütten nochmal auf bis hierhin. Die Richtung stimmt. Nein. Stimmt nicht. Jetzt stimmt sie. Okay. Aufschütten. Okay. Jetzt hier über die Straße rüber mit der Brücke. Ich hoffe, das geht. Nicht, dass wir wieder irgendwie... Genau. Brückenpfeiler-Kollision haben. Jetzt haben wir welche mit der Straße. Das ist ja interessant. Okay. Gefällt mir aber besser so. Wir werden das so machen. Denke ich. Und dieses Sträßchen hier halt auch noch verabschieden. Können wir hier vielleicht unten durch? Moment. Nein, so zumindest nicht. Wir können aber natürlich anders unten durch. Wir gehen hier mal noch runter. So, und hier eben eine Unterführung. Das müsste doch gehen. Da ist die Straße selber im Weg. Das ist ja auch interessant. Nee, okay. Ein Tunnel möchte hier nicht gepflanzt werden. Dann lassen wir das mal. Die kommen hier auf diese Straße. Das geht auch. Jetzt machen wir erstmal das Gleis. Wenn wir das Gleis haben, können wir da nochmal gucken. Nicht, dass dieses Städtchen hier völlig aus dem Konzept läuft, wenn sie da selber noch Straßen bauen müssen. So, jetzt nochmal. Jetzt geht es auch wieder mit der Brücke. Gut, dann kommen wir hier rüber. Okay, und hier rein. Mit der Brücke. Oder mit der. Ne, mit der geht sowieso nicht, aber mit der geht's. Die gefällt mir einfach fast irgendwie mitunter am besten. Okay. Dann gehen wir hier lang und hoffen, wir kommen hier auch rüber. Werden wir gleich wissen. Jawohl. Passt. Stimmt das hier hinten überhaupt mit dem zweiten Gleis? Nein, natürlich nicht. Jetzt ist hier noch... Falsch rum. Habe ich sie hier oben noch falsch angelegt. Der Herr Karl-Heinz. Okay, wir machen das nochmal anders. Wir müssen hier rüber. Das heißt, das geht auch. Okay, werde ich oben gleich noch korrigieren.
Jetzt haben wir hier eine Brückenpfeiler-Kollision. Müssen wir anders machen. Ah, nicht, dass das nicht geht jetzt hier, liebes Spiel. Tatsächlich eine Brückenpfeiler-Kollision. Waaah! Bitte nicht! Es würde doch eigentlich bis oben hin klappen. Wenn wir von der anderen Seite her kommen, haben wir sie auch. Och nö. Och nö, nö, nö. Wir müssen ja irgendwie hier rauskommen. Hilft ja nichts. Okay, wo wir hin wollen, ist klar. Die Frage ist, wie schaffen wir das? Hier geht's mit zwei Brücken. Wir könnten natürlich die Strecke hier eingleisig machen. Das Problem ist einfach, wir haben hier praktisch nirgends den Platz, wo wir wechseln können. Können wir hier wechseln? Ja, das würde gehen. Okay, hier könnten wir noch eine X-Weiche hinstellen, dass das Ganze eingleisig wird. Und dann das Tunnel neu machen. Weil sonst kommen wir hier schlicht und einfach nicht rüber. Bis hierhin wird es gehen. Dann gibt es ein Problem. Manchmal geht's, wenn man nur ganz knapp rangeht hier. Das hatte ich tatsächlich schon mal. Okay, hier aber nicht. Hier haben wir tatsächlich Brückenpfeiler-Kollision. Okay. Wir nehmen die Brücke mal nochmal weg. Wir müssen die irgendwie so hinkriegen, dass wir die Kollision nicht haben. Irgendwie muss das zu schaffen sein. Da bin ich ganz zuversichtlich. Die Frage ist immer wie. Aha. Jetzt geht's auch so nicht mehr. Gut, gut zu wissen. Wie kriegen wir dich zweigleisig hier rüber? Wir nehmen das nochmal weg. Schnappen uns das Gleis hier nochmal. Das gibt tatsächlich eine Kollision. Was vorhin funktioniert hat, das hat sich das Spiel irgendwie wahrscheinlich selber so hingebogen, wie es das Ganze haben muss. Okay, so wird es gehen. Da kämen wir wieder hier runter. Dann haben wir hier hinten wieder das Problem, dass wir wieder nicht mehr in die Höhe kommen. Bastel, bastel. Wenn wir hier mal dieses Gleis nehmen, das geht auch nicht. Wie machen wir das am besten? Das ist jetzt halt einfach eine Frage der Technik. Welche Technik wenden wir hier an? Es wäre schon schön, das Tunnel hier natürlich gleich aus dem Tunnel raus, gleich über den Fluss und über die Straße. Das würde mir vom Prinzip her eigentlich schon gefallen. Vom Prinzip her. Aber das Problem ist, es müsste auch funktionieren. Da nützt das ganze Prinzip natürlich nichts. Naja, da haben wir für die nächste Folge doch tatsächlich, würde ich sagen, eine gewisse Herausforderung. Ich bin mal gespannt. Irgendwie kommen wir hier rüber. Ja. Zur Not verteilen wir irgendwelche Sachen, die fliegen. Ein Heißluftballon hier. Dann können sie hier rüberfliegen. Hier hat es wieder Gleis, eine Haltestelle und dann können sie da hochfahren. Naja, nee, das ist eine Schnapsidee. Ich gebe es zu. Wir machen das doch mit Gleisen. Gut, danke fürs Zusehen. Mit diesem schönen Flussbild sage ich für heute Tschüss. Danke fürs Zusehen, liebe Leute. Bis dann. Tschüss.